Hallo und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovido Paisita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch so das Programm dieses Vlogs, dieses Channels, dieses Kanals, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft hier nachzuvollziehen, zu dokumentieren, festzuhalten und zu beobachten, inwieweit ich mich selber jetzt hier entwickle zu einem Homo Digitalis oder zu einem Homo Dementis. Ja, heute ist also der 23.11.2019 und wir haben jetzt 11:30 Uhr, 11:25 Uhr. Ja, Thema Nummer 1 ist also Online, Thema 2 Gesundheit, Thema 3 Ernährung, dann kommt Lektüre und Medien 4 und 5. Ja, beginnen wir mit Thema 1, Online. Gestern habe ich also 7 Videos gemacht. Oder 6, 7 Videos, glaube ich. Und damit habe ich 251 Videos gestern gemacht. Daher kommt 29 dazu, das sind 252. 252 Videos im Monat November bisher. Und gestern 7 Stück. Der letzte kam noch ganz zum Schluss. Den habe ich ja gar nicht in meinem Blog aufgeschrieben. Ja. Momentan bin ich also mitten im Upgrading-Prozess. Ich habe den Ausbau realisiert. Ich habe auch den Einbau schon teilweise gemacht. Aber jetzt kommen die Kabelverbindungen. Und jetzt kommen die ganzen Steckverbindungen, da muss ich sehr korrekt und sehr sauber arbeiten, damit das passt. Ja, und dann kommt heute schon der erste Versuch. Läuft es oder läuft es nicht? Und dann geht die Fehlersuche los. Und nach der Hardware kommt die Software. Da sind also zuerst einmal zu sehen, dass das Windows, dass ich das hinbekomme. Und nach dem Windows kommt dann die Installations-CD für das Motherboard oder vorher, ich weiß es noch nicht so genau. Die sagen also, dass man nach dem Virus quasi die CD einlegen soll. Ja, also ich bin mittendrin, mir ist immer noch mulmig mir ist immer noch mulmig bei dem Gedanken an den PC. Der alte PC ist wohl unwiederbringlich, der stört und der neue ist noch lange nicht in Sicht. Und ist momentan nicht in Sicht, also auf mittlere Dauer wird dann sicher nicht zu laufen bekommen sein, aber ob das jetzt heute oder morgen geht, weiß ich nicht. Also es kann sein, dass das hier diese Videos sich vielleicht noch, dass das vielleicht hier vorläufig erstmal das letzte Video ist. Ich weiß gar nicht, ob Sie das Video heute sehen können, weil das kann ich gar nicht hochladen momentan. Also von daher eine ungewohnte Situation. Ja, gestern habe ich also den Ausbau gemacht und nach dem Ausbau wollte ich dann das neue Motherboard anschrauben und das hat sich als schwieriger erwiesen, als ich gedacht habe. Das war eine trickige, fummelige Arbeit. Ich habe mehrmals versucht, die Schrauben anzusehen, die passten nicht richtig. Das Motherboard passte nicht richtig. Und überhaupt.
Aber letztendlich, jetzt hängt es, glaube ich, an 3 oder 4 Schrauben. Und ich hoffe, dass das reicht. Ja, das ist auch das Einzige, was hängt. Ich habe noch kein Kabel drin. Die kommen jetzt heute alle. Also die Stromkabel habe ich, 2 Stromkabel. Und für die ATX-Buchsen und für den TPU. Dann habe ich auch noch irgendwo einen zweiten Lüfter, den Systemlüfter. Den muss ich auch noch dran. Und dann brauche ich noch die ganzen USB, die von der Frontstelle vor allen Dingen. Die 2 Front-USB und dann brauche ich vielleicht auch Front-Audio und vielleicht auch das Frontpanel überhaupt. Ja, dann sind natürlich noch die SATA anzuschließen und an Strom- und Datenkabel. Das CD-Laufwerk vor allen Dingen und auch die SSD-Karte ist anzustecken. Ja, dann steht der PC soweit und dann könnte man das vorbereiten, die Rückkabel da anzustecken und den Strom und vielleicht den ersten Versuch zu machen. Aber das wird frühestens heute Nachmittag, heute Abend sein, denke ich mal. Und morgen sehen wir dann schon mal ein bisschen weiter, ein bisschen klarer, ob er jetzt läuft, ob er nicht läuft, ob ein PC hier stehen wird oder ob ich ohne PC erstmal ein paar Wochen bin oder eine Woche oder wie. Also momentan ist noch alles möglich. Also ein totales Gelingen ist möglich und Versagen ist auch möglich. Oder ein Teilversagen. Ich sag mal, wenn man eine Maschine baut, zum Beispiel eine Firma baut eine Maschine, dann dauert natürlich die Installation und Montage auch über Wochen und Monate. Und ja, irgendwann steht sie dann, aber das dauert, das dauert. Da darf man keine Geduld haben. Das ist ein schwieriger Prozess und in diesem Prozess entsteht dann die Maschine und hier ist es so ähnlich. Das, was fehlt, muss besorgt werden. Und was, ja, da muss die Diagnose gestellt werden und so weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Das ist dann der nächste Schritt. Ja, Punkt Nummer 2, Gesundheit, Beine. Ja, Gesundheit geht gut heute, Beine auch. Es gibt leichte Schwäche noch in den Waden, aber ansonsten geht es. Thema Nummer 3, ja, Ernährung. Ernährung habe ich also heute schon mal einen Smoothie gemacht, hier. Ein Smoothie. Gestern habe ich noch Reis mit Gemüse gedämpft, gestern Abend. Da habe ich auch noch ein Video in der Pipeline. Und Tee habe ich heute gemacht. Ja. Tee. Ja, Thema Nummer 4, Lektüre. Ja, Lektüre fand gestern keine statt. Ich habe gestern Nachmittag damit begonnen, den PC abzubauen, nachdem ich die Videos alle oben hatte. Ja. Und dann war an Lesen nicht mehr zu denken. Ja, für Fernsehen, Medien, ja. Keine Nachrichten gestern gesehen, glaube ich. Nein, keine Nachrichten. Manchmal sehe ich die auch, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was da gesprochen wurde, was da mir mitgeteilt wurde.
Ich habe gestern irgendwas über AKK und Merz über den CDU-Parteitag gelesen bei Google News. Und ja, momentan ist so, dass das Tablet quasi die einzigste Verbindung ins Internet ist, weil ich ja kein PC habe. Der letzte Strohhalm sozusagen. Ja, dann habe ich die Nacht, habe ich noch zwei oder drei Folgen gesehen, davon rein, von der Stuart. Also jetzt war die Geschichte, ich wollte jetzt den Carlos davon von Spanien heiraten. Das hat aber dann nicht geklappt. Ja, okay, das war es schon wieder heute vom Samstag. Ich habe ja heute keinen Gedanken hier für Kontemplation. Alles dreht sich hier um den Computer im Kopf. Und von daher bin ich mit meinen Gedanken beim PC und so, beim Zusammenbau, beim Aufbau. Und kann keinen anderen Gedanken fassen momentan. Ja, okay Leute, das war's von hier und ich sag mal Tschüss.